Wasserverbrauch wird wahrscheinlich heute sehr hoch sein, aber wir können dann auch Wasser nachholen, wenn nötig sein sollte. Also keine Scheu beim Wasserverbrauch. Wir fangen jetzt 10 nach an, werden dann circa um 19.15 Uhr, je nachdem wie wir fertig werden mit den Vorträgen, eine Pause machen und dann das Buffet auch eröffnen und danach dann die Diskussion fortsetzen. Das ist die erste Veranstaltung dieses Formats. Da gab es auch einige kleine organisatorische Pannen, aber sonst hat alles geklappt. Vorne stehen inhaltliche Papiere in Kurz- und in Langform auf dem Tisch und es sind auch mehrere Zettel unterwegs, beziehungsweise auch welche da auf dem Tisch, wer zukünftig zu diesem, zu der Veranstaltungsreihe eingeladen werden möchte. Warten wir jetzt kurz, bis sich alle ordentlich mit dem Papier versorgt haben. Es dürften noch genügend für alle da sein. Ich freue mich ja, dass mehr Leute gekommen sind, als ich vor 2 Stunden gedacht habe bei der Hitze. Mieterinnen und Vertreter der Mieterinitiativen, der Mieterräte, der Mieterbeiräte der städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die ich hier gesehen habe, und natürlich auch aller weiteren Interessierten heute. Die seitens der Politik sind die 3 Abgeordneten, Frau Spranger, Frau Goldwart und Frau Schmidberger hier. Herr Scheel lässt sich entschuldigen, weil gleichzeitig ein Treffen zum Mietendeckel, das haben Sie wahrscheinlich aus den heutigen Zeitungen erfahren, stattfindet und wird aber über die Ergebnisse natürlich auch informiert. So, ich glaube, jetzt haben alle sich mit Papieren eingedeckt.